Wir sind hier abseits des Vegan Street Days in Stuttgart 2014, der befindet sich da vorne. Und wir sind hier in der Stuttgarter Innenstadt und wollen die Passanten mal fragen, was sie davon halten würden, wenn sie anstatt den normalen, üblichen Fleischsorten Hühnchen, Rind und Schwein eine neuartige Alternative probieren. Und zwar Hund. Der Hund ist natürlich wirklich halt Sojagranulat. Und jetzt wollen wir mal wissen, ob die Bereitschaft da ist, das auch zu probieren oder ob man sagt, Hund, das isst man doch nicht. Ganz kurz, da vorne ist ja ein veganes Straßenfest heute. Was sagt ihr dazu? Also ich habe nichts mit vegan zu tun. Deswegen ist da ich bin Metzgers Tochter. Das heißt, das ist nicht so dein Ding? Aber ich habe es mal probiert auf der Slow Food Messe. Also wir haben uns auch hier hingestellt, weil wir dachten, das alles auf vegan machen ist so ein bisschen, finde ich, irgendwie schwierig so weltweit. Deswegen haben wir neue Ansätze ausprobiert und suchen Wege, Fleisch irgendwie aus Mitteln zu erzeugen, wo halt keine Massentierhaltung dabei ist. Ja. Da gibt es jetzt ein Pilotprojekt, dass in Nordhessen einfach Haushunde genommen werden. Und wenn die krank werden zum Beispiel... Haushunde? Ja. Ja, die sind ja, das ist ja auch Fleisch. Also ihr könnt gerne mal probieren. Nein, hier ist kein Hund. Nein. Wollt ihr das essen? Ja. Guck mal. Warum sollte man Schweine essen, aber Hunde nicht? Sehr richtig, ja. Genau, das dachten wir auch. Genau. Okay. Schönen Tag noch, ciao. Also willst du es vorher wissen, was es ist, oder willst du raten? Ja, raten wir, ne? Kevin Bernardino. Labrador. Was denn? Entschuldigung, ich bin einfach, also ich habe Hunde und deswegen. Ach so, ja, aber und also Schweine hast du nicht zu Hause? Würden Sie nicht essen? Nee. Hundefleisch. Das ist Hundefleisch, ja genau. Sie können gerne mal probieren. Willst du auch was probieren? Nee. Und? Was vermuten Sie? Was ist das für eine Rasse? Ich bin echt ein Mensch, ich probiere fast eigentlich alles, aber... Aber Hund ist dann doch ist, zu viel. Das ist dann echt schon so ein, okay, schon ein bisschen schon zu viel. Aber danke schön. Es ist ein bisschen was übrig geblieben, weil die meisten keinen Hund essen wollten. Aber die Reaktion war nicht ganz so, war nicht ganz so heftig, wie wir erwartet hatten. Viele haben tatsächlich Hund probiert. Viele andere haben aber auch gesagt, Hund, das geht gar nicht. Aber Schwein oder Hühnchen, das geht, weil die liebenswerter sind. Also im Prinzip, was man sich vorher denken konnte, aber tatsächlich haben ziemlich viele Hunde gegessen. Naja, beim nächsten Mal.